Der Louis Agassi hat in der Zeit von ungefähr 1838, bis er auf Amerika ist, ich glaube, das war 1848, der dann rum. Also das sind vielleicht 10 Jahre, wo er rund ums Agassi-Horn geforscht hat. Ich glaube nicht, dass der Louis Agassi ein sehr leidenschaftlicher Forscher war. Er war vielleicht eher eine lunische Person. Er hat zum Beispiel mal seinem Schwiegervater geschrieben, dass er es daheim nicht mehr aushaltet, mit den Kindern und der Frau. Und im nächsten Jahr hat er dann angefangen mit der Gletscherforschung. Ich glaube, man könnte dem Berg der Schande sagen, weil der Rassismus, den Louis Agassi gefördert hat und forciert hat, der ist eine Schande für die Menschheit, ist eigentlich ein Verbrechen. Wir befassen uns mit den grossen Menschheitsverbrechen und da gehört Sklaverei und Rassismus gehört dazu. Und von dort her, ja, kann man dem Berg der Schande sagen.